Willkommen zurück, Leute. Mein Name ist Anastasia und heute erzähle ich euch meine Lebensgeschichte. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich eine Glatze habe. Das liegt daran, dass ich mit einer Krankheit auf die Welt gekommen bin, die verursacht, dass mir nirgendwo am Körper Haare wachsen. Das hier ist Part 3. Falls ihr die ersten zwei Parts noch nicht gesehen habt, könnt ihr das natürlich nachholen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen hoch zu geben. Viel Spaß beim Anschauen. Let's go. Okay, Anastasia. Du bist jetzt 8 Jahre alt. Heute ist der Tag, wo du Mama überreden wirst, dich in die Schule zu schicken, okay? Du bist ready für die Schule. Du willst in die Schule. Los! Guten Morgen, Mama. Guten Morgen, Papa. Guten Morgen, mein lieber Schatz. Wie geht es dir? Was willst du? Ich weiß genau, du bist nur so drauf, weil du irgendwas von uns willst. Was willst du? Also, Mama, ich bin ja schon 8 Jahre alt und ich... Nur Mut, mein Schatz. Wir haben das geübt. Los! Trau dich, keine Angst, ich bin hier. Also Mama, du weißt, ich bin 8 Jahre alt und ich bin... Anastasia, bitte komm endlich zum Punkt, ich werde auch nicht jünger. Sag, was du willst oder lass mich in Ruhe. Mama, ich bin alt genug und ich möchte in die Schule. Ich weiß, du willst nicht, dass ich in die Schule gehe, weil ich eine Glatze habe, aber ich bin alt genug und ich möchte in die Schule. Ich lass dich nicht mal so raus auf die Straße, geschweige denn, dass du in die Schule darfst. Wie kommst du auf so eine unsinnige Idee? Aber wenn die Leute nicht sehen, dass ich eine Glatze habe, darf ich dann in die Schule, Mama? Bitte. Okay, und was hast du für eine Idee? Ich werde mir eine Perücke kaufen gehen und Make-up, dann kann ich mir Wimpern und Augenbrauen draufkleben und anmalen und dann habe ich eine Perücke und dann erkennt niemand, dass ich eine Glatze habe. Viele Leute tragen Perücken, also sollte das kein Problem für mich sein. Anastasia, sei nicht lächerlich, eine Perücke, wie wird denn das ausschauen? Du wirst ausschauen wie ein Freak. Ich werde dir beweisen, dass ich nicht ausschaue wie ein Freak. Natürlich wirst du das nicht, mein Schatz. Komm, Papa, gehen wir. Wir werden der Mama beweisen, dass das gut ausschauen wird und dann darf ich in die Schule. Natürlich wirst du bezaubernd aussehen und natürlich darfst du in die Schule. Wenn du mir beweist, dass du gut ausschaust, dann darfst du wirklich in die Schule. Wenn nicht, bleibst du gefälligst zu Hause. Du wirst so lächerlich ausschauen. Okay, abgemacht. Los, Papa, gehen wir shoppen. Erster Stopp, Make-up. Willkommen bei Toka Beauty. Mein Name ist Jacqueline und wenn Sie Hilfe brauchen, bin ich für Sie da. Vielen Dank, aber ich brauche keine Hilfe, ich kenne mich aus. Na dann viel Spaß. Wir fangen mit dem Wichtigsten an, und zwar die Utensilien. Natürlich brauchen wir die besten Brushes, weil ein gutes Make-up ist nur so gut wie die Produkte, die man benutzt. Dann brauche ich meine Eyeshadow-Palette. Ich nehme die hier, denn die hat sehr viele Rot- und Brauntöne, also sehr natürliche Farben. Dann nehme ich ein paar Blushes. Oh, dieser rote ist doch sehr schön, der gefällt mir. Schwarz finde ich jetzt nicht so gut. Dann brauche ich einen Beauty-Blender und einen Lippenstift, lila. Ja, lila ist sehr natürlich. Und ich glaube, ich hab's. Oh, was mir noch fehlt, ist ein Setting Spray, damit der ganze Tag mein Make-up haltet. Okay, ich glaube, ich bin fertig. Papa, kannst du für mich bitte bezahlen? Natürlich, mein Schatz. Hier bitte, meine Kreditkarte, Madame. Oh ja, natürlich. Das macht 600 Euro. Oh, so günstig. Ja, wir sind sehr billig. Vielen Dank für den Einkauf bei Toka Beauty. Nein, 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 ich habe zu danken. Los, mein Schatz, gehen wir. So, jetzt fehlt mir nur noch eine Perücke. Grüß Gott, könnte ich bitte eine Perücke kaufen? Natürlich kannst du das, meine Liebe. Wenn du willst, können wir einfach ein paar Perücken ausprobieren und dann sagst du mir, welche dir am besten gefällt. Ist das okay für dich? Oh ja, bitte. Gut, fangen wir mit dieser Perücke an. Was hältst du von der? Oh, die finde ich nicht so gut an mir. Ich meine, sie ist schön, aber ich finde nicht, dass sie mir so gut steht. Okay, und was ist mit dieser Perücke? Die finde ich nicht gut. Nein, nein, bitte nicht. Okay, 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 du weißt, was du willst. Das gefällt mir. Was hältst du von dieser Perücke? Ja, die ist zwar irgendwie schön, aber nicht, sie passt nicht zu mir. Ich werde nie eine Perücke finden, die mir gefällt. Nur nicht den Mut verlieren, meine Liebe. Wir haben ja noch diese Perücke hier, probier die aus. Ich liebe diese Perücke, die steht mir so gut, die gefällt mir am allerbesten. Wenn ich Haare hätte, würden sie wahrscheinlich genauso ausschauen. Papa, Papa, komm schnell her, was hältst du von dieser Perücke? Ich komm schon. Mein Schatz, wunderschön. Die nehmen wir, ich kauf sie. Vielen Dank, Frau Verkäuferin. Diese Perücke ist genau perfekt für mich. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Für mich gibt es nichts Besseres wie zufriedene Kunden. Freut mich, dass sie dir so gefällt, meine Liebe. Und schon sind wir zu Hause. Und jetzt wird es Zeit, dass du dich umwandelst und der Mama beweist, dass du ready für die Schule bist. Ich bin mir zu 100% sicher, dass du bezaubernd ausschaust, denn du schaust jetzt schon bezaubernd aus. Danke, Papa, ich hab dich so lieb. Danke für alles. Ich kann mich echt glücklich schätzen, so einen Papa wie dich zu haben. Oh, Anastasia. Danke, Papa. Du bist so lieb, wofür habe ich das verdient? Weil du der beste Papa bist. Ich lass dich mal alleine ein bisschen zaubern. Zeig Mama, was du kannst. Ich glaube an dich. Jetzt wird es Zeit, der Welt zu zeigen, was
ich wirklich drauf habe. Ich habe mir nicht umsonst stundenlang Paula Wolf Make-up-Tutorials auf TikTok angeschaut. Als erstes fange ich mit der Foundation an, dann kommt ein bisschen Blush, dann ein bisschen Rouge, Contouring, mein natürlicher lilaner Lippenstift, dann Eyeshadow, sehr gut, das muss ich sehr gut verblenden alles, ja, und dann noch ein bisschen mehr, ein Augenbrauenstift, noch mehr verblenden. So, das Make-up ist fertig, jetzt kommt die Perücke an der Reihe. Hier, so, ja. Ich glaube, die Perücke sitzt perfekt. Ich schaue so gut aus. Endlich kann Mama jetzt zu mir sagen, dass ich schön bin. Vielleicht hört sie jetzt endlich auf, mich Freak zu nennen. Okay, ich kann es kaum erwarten, in die Schule zu gehen. Ich muss es vorher noch Mama und Papa zeigen. Schnell. Mama, Papa, wie findet ihr mich jetzt? Darf ich in die Schule gehen? Komm schon, ihr könnt es nicht sagen, ich schaue doch sehr schön aus so mit den neuen Haaren. Und niemand merkt, dass drunter eine Glatze ist. Anastasia, bist das du? Aber wie ist das möglich? Ich meine, Perücken schauen doch so billig aus, aber die schaut so echt aus. Anastasia, meine Liebe, du bist bildhübsch. Ich meine, du warst vorher schon bildhübsch, aber jetzt? Du glaubst doch wohl nicht, dass ich dich wirklich in der Schule lasse, egal ob du eine Perücke hast oder nicht. Aber Mama, du hast es mir versprochen. Hör nicht auf deine Mama, meine Liebe. Du schaust bezaubernd aus und du darfst natürlich in die Schule gehen. Sie will dich nur ärgern. Und schau, liebe Anastasia, ich habe für dich sogar ein kleines Geschenk gekauft. Ein Geschenk für mich? Was ist es denn? Ist das ein Haarband? Das ist ein kleiner Geschenk für den Schulstart. Los, setz es auf. Ich will sehen, wie es bei dir ausschaut. Papa, es ist so schön. Vielen lieben Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Anastasia, du bist die Allerschönste weit und breit. Niemand ist so schön wie du. Ach, ihr findet also, dass das schön ist. Ich finde, das ist hässlich und du darfst trotzdem nicht in die Schule und basta. Papa, hilf mir, sag Mama was, das ist gemein. Okay, wenn sie nicht in die Schule darf, verbrenne ich all deine Kreditkarten und du darfst nicht mehr shoppen gehen. Was? Nicht mehr shoppen? Auch nicht mehr zu Gucci? Anastasia, du kannst in die Schule gehen, es ist mir egal, was du machst. Hast du gesehen, Anastasia? Deine Mama hat ja gesagt. Danke, Papa. Wenigstens eine Person hält in diesem Haus zu mir. Du brauchst nicht mehr traurig sein, Anastasia. Hey, heute ist dein erster Schultag. Komm, ich bring dich in die Schule. Sie glaubt doch wohl nicht, dass ich ihr das so einfach machen werde. Ich weiß nicht wie, aber ich werde sie ihr irgendwie heimzahlen. Sie glaubt doch wohl nicht, dass sie jetzt die Schöne im Haus sein wird. Sie ist und bleibt ein Freak, ob mit Make-up oder ohne. Wieso werde ich mit so einer hässlichen und schlimmen Tochter bestraft? Was habe ich denn gemacht? Ich bin doch so ein guter Mensch. Ich bin so traurig, ich muss mir ein paar Gucci-Schuhe kaufen gehen. Freust du dich schon, Anastasia? Ja, Papa. Ich kann es nicht glauben, meine große Tochter geht schon in die Schule. Mein Baby. Papa, ich bin doch nur vier oder fünf Stunden in der Schule, dann bin ich schon wieder zu Hause. Du wirst mir so fehlen, gib Papa eine Umarmung. Papa, du erdrückst mich. Komm, nicht traurig sein, Papa. Hier, ein Pussy für dich. Danke, Anastasia. Wenn du heute Freunde machst, kannst du sie ruhig zu uns einladen. Danke dir, Papa. Ich werde dir dann alles erzählen, wie mein erster Schultag war. Tschüss. Mein Baby, du wirst mir fehlen. Das ist also meine neue Schule. Hallo, mein Name ist Anastasia. Mein Papa hat mich für die erste Klasse angemeldet. Ich bin neu hier. Neu hier? Okay, ich muss schnell im Computer nachschauen. Vielen Dank, Sie sind sehr freundlich. Sagen Sie mir es dann einfach, wenn Sie es wissen. Du bist in der 1B und dein Spind ist der 4er Spind. Vielen lieben Dank, Sie sind sehr freundlich. Hallo Leute, ich bin neu in der Klasse. Mein Name ist Anastasia. Ach, wem interessiert es, wie du heißt? Ich kann mich nicht erinnern, gefragt zu haben. Ach, Mila, du bist Müll hier. Das gehört dir. Ja, Müll gehört zum Müll. Hört auf, ihr seid so gemein. Ich bin kein Müll. Doch, Mila ist Müll. Die Mila sind so gemein. Hey, ist alles okay bei dir? Ich habe gesehen, wie gemein die zu dir waren. Nein, alles ist gut. Wir sind Freunde, deswegen machen sie das. Hey, Neue, glaubt ja kein Wort. Das ist die Mila. Mila ist ein Loser. Sie hat gar keine Freunde. Mila ist ein Loser. Was fällt ihm eigentlich ein? Hey, sorry, ich habe das mitbekommen mit meinem Freund. Ich entschuldige mich für ihn. Er ist ein Opfer. Kannst du bitte deinem Freund sagen, dass das nicht okay ist, was er macht? Natürlich mache ich das. Tut mir leid. Oh, hallo, Luca. Ach, schaut so gut aus. Ich meine, alles ist okay. Hä? Luca? Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh, ich glaube, die Stunde beginnt. Ich gehe schon mal auf meinen Platz. Sollten wir nicht auch schon mal unseren Platz suchen? Ja, willst du neben mir sitzen? Ich würde gern neben dir sitzen. Dann sollten wir uns beeilen, nicht, dass alle guten Plätze dann schon weg sind. Du hast recht, komm, schnell in die Klasse. Oh, schau mal, da sind genau noch zwei Plätze übrig. Ich nehme den neben Luisa. Dann bekomme ich den hier. Schön, dass du neben mir sitzt, Anastasia. Frau Lehrerin, neben mir, oh, hier stinkt es. Hä? Ich rieche aber nichts. Ja, seitdem Mila reingekommen ist, stinkt es. Aber Frau Lehrerin, das war ich nicht. Bei mir stinkt es gar nicht.
Ih, Melina. Oh, Melina, das ist widerlich. Wieso furzt du einfach in der Klasse? Frau Lehrerin, ich weiß, es war nicht Melina. Ich habe nämlich gesehen, wie Luisa ihr so eine Stinkbombe zugeschoben hat. Es war Luisa. Ach so, Luisa, du glaubst, das ist ein Zeitpunkt, um Streiche zu spielen. Das kannst du vergessen. Los, zum Direktor. Folge mir und ihr bleibt alle sitzen. Na warte, du kannst was erleben. Ich werde die Schule zur Hölle machen. Oh oh, ich glaube, das war keine gute Idee. Aber mal weg damit in den Müll. Sowas gehört nicht in eine Klasse. Ich glaube, du weißt nicht, mit wem du dich hier anlegst. Wir werden dich fertig machen. Wir sind nämlich die Könige der ganzen Schule. Danke, ich weiß, dass du das gut gemeint hast, aber jetzt bekommst du Ärger. Ach was, als ob die mir irgendwas machen kann. Ich werde schon irgendeine Lösung finden. Du brauchst keine Angst haben. Im Notfall werde ich dich beschützen. Danke, ich kann aber selber auf mich aufpassen. Aber danke trotzdem für das Angebot. Oh ja, Luca ist so ein Gentleman, ein wahrer Prinz. Können wir uns bitte auf die Klasse konzentrieren? Und Anastasia, wie hat dir dein erster Schultag gefallen? Es hat super Spaß gemacht. Oh, Mila, magst du vielleicht heute zu uns kommen? Ja, liebend gerne, aber musst du nicht vorher deine Eltern fragen, ob du das auch darfst? Nein, nein, das ist okay. Mein Papa hat, bevor ich in die Schule gekommen bin, hat er mir gesagt, dass ich, wenn ich Freunde mache, ich sie ruhig zu uns einladen kann. Also wenn du kommen willst. Ich schreibe noch meiner Mama schnell eine SMS, dass ich heute später komme. Ich glaube, wir sollten langsam losgehen, bevor Luisa kommt. Ja, schnell weg. Und das ist auch schon mein Zuhause. Wow, ich habe nicht gewusst, dass du so reich bist. Oh ja, mein Papa hat eine sehr gute Firma. Los, komm doch rein. Hallo Mama, ich habe meine Schulfreundin Mila eingeladen. Ich hoffe, das ist für dich auch okay. Papa hat gesagt, ich darf. Mila, das ist aber ein sehr schöner Name. Dankeschön. Also Mila, geh mal beiseite. Mama! Mila, du bist wunderschön. Hast du schon mal dran gedacht zu modeln? Deine schönen braunen Haare, die langen Beine. Ich würde dich am liebsten adoptieren, wenn ich könnte. Oh, vielen Dank, sie sind so freundlich zu mir. Ich wollte schon immer so eine bezaubernde Tochter haben wie dich. Hören Sie auf, sonst werde ich ganz rot. So viele Komplimente. Hallo, ich bin auch noch da. Ignoriert mich nicht. Anastasia, du bist auch noch hier? Mila, wenn du willst, können wir mal gemeinsam shoppen gehen, so wie Mutter und Tochter. Und dann kaufe ich alles, was du willst. Mila, komm, wir gehen jetzt in mein Zimmer. Auf Wiedersehen. Tschüss, Mama. Anastasia, du hast aber eine liebe Mutter. Ich wünschte, ich hätte sie als Mutter. Ja, ich habe echt eine liebe Mama, würde ich jetzt nicht sagen. Du hast so Glück. Mein Zimmer ist im zweiten Stock. Komm doch rein. Hier haben wir mal unsere Küche, ganz normal. Dann haben wir hier unseren Essplatz, wo wir essen. Und hier ist mein Schminkraum, wo ich mich halt immer schminke. Warte, du darfst dich jetzt schon schminken? Oh nein, 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 das meinte ich nicht. Das ist der Schminkplatz von meiner Mama natürlich, nicht von mir. Wow, deine Mama hat aber viel Make-up. Ja, ja, sie muss sich schminken, weil sonst schaut sie aus wie eine Vogelscheuche. Ich bin so neidisch auf dein Leben, Anastasia. Kennst du das Spiel Pflicht, Wahl oder Wahrheit? Nein, das kenne ich gar nicht. Was ist das für ein Spiel? Erklär es mir. Ich stelle dir eine Frage und du musst die Wahrheit sagen. Und danach stellst du mir eine Frage und dann muss ich die Wahrheit sagen. Okay, spielen wir mal eine Runde. Du beginnst. Okay, sag mir, Anastasia, bist du in jemanden verliebt? Und du darfst nicht vergessen, du musst die Wahrheit sagen. Ob ich? Nein, natürlich nicht. Was ist das für eine Frage? Okay, jetzt bist du dran. Frag mich was. Dann frage ich einfach dieselbe Frage wie du. Bist du in jemanden verliebt? Und vergiss nicht, du musst die Wahrheit sagen. Oh, Anastasia, ja, bin ich. Du hast ihn heute sogar schon gesehen. Es ist Luca. Er ist so groß und schön und blond. Er ist mein Traumtyp. In Luca bist du verliebt? Ja. Es ist schon so spät. Oh, musst du etwa schon gehen? Ja, meine Mama hat gesagt, ich darf nur bis 4 bleiben. Tschüss, wir sehen sich morgen in der Schule. Guten Morgen, Mama. Guten Morgen, Papa. Ach, mir vergeht gleich der Appetit. Warum hast du deine Perücke nicht auf? Für was hat dir die Papa gekauft? Aber ich bin zu Hause und die Perücke juckt manchmal. Ich will sie nicht den ganzen Tag oben haben, Mama. Ich habe dir schon 1000 Mal gesagt, ich will nicht, dass du mit der Glatze im Haus herumgehst. Ich will sowas nicht sehen. Ruhig Blut, mein Schatz. Alles ist gut. Also was wolltest du uns sagen, liebe Anastasia? Ach so, ja, genau. Also ihr wisst ja, ich habe ja bald Geburtstag. Und ich habe noch nie Geburtstag gefeiert, denn ich darf ja niemanden einladen. Und ich habe 2 Freunde und ich würde sie gerne zu meinem Geburtstag einladen. Das ist eine fantastische Idee. Wir können sogar eine Poolparty machen. Oh, das ist eine fantastische Idee. Danke, Papa. Wie bitte? Eine Poolparty? Ganz sicher nicht. Du weißt schon, dass du eine Perücke auf hast. Die könnte jeden Moment davonschwimmen, wenn du ins Wasser gehst. Du brauchst dir keine Sorgen, Mama. Ich werde einfach nicht ins Wasser gehen. Das verstehen meine Freunde. Also abgemacht.
Wie bitte? Gar nichts ist abgemacht. Habt ihr mir nicht zugehört? Ich habe gesagt Nein zur Party. Was ist, wenn die Perücke runterfällt? Ich will nicht, dass die Leute wissen, dass meine Tochter eine Glatze hat und ein Freak ist. Mama, bitte, es ist mein Geburtstag. Ich verlange sonst nie etwas. Bitte, ich werde ganz vorsichtig sein. Ach komm schon, gib dir einen Ruck. Sie kann ruhig einmal ihre Party haben. Ihr zwei seid so egoistisch. Ihr denkt nur an euch. Niemand von euch denkt an mich. Keiner hat mich lieb in diesem Haus. Ach, du überreagierst, meine Liebe. Natürlich haben wir dich lieb. Wir haben dich beide so sehr lieb. Wir haben dich sogar noch lieber, wenn wir die Party bekommen. Also abgemacht. Anastasia bekommt ihre Party. Danke, Papa. Danke, Mama. Ich hab euch so lieb. Wenn aber irgendwas passiert, darfst du nie wieder mehr eine Geburtstagsparty feiern. Hast du mich verstanden? Ja, Mama. Oh, ich hab so einen Hunger. Mm. Danke, ich hab euch lieb. Tschüss. Ach, du verziehst dieses Kind so sehr. Sie bekommt alles, was sie will von dir. Ach, sei nicht so böse. Was ist, wenn wir heute wieder shoppen gehen? Ich weiß, du liebst Gucci. Ja, es gibt neue Gucci-Schuhe und eine Tasche, die ich unbedingt haben will. Aufessen. Komm, komm, gehen wir. Hohoho, meine Frau liebt es, shoppen zu gehen. Komm, ich esse noch schnell mein Essen. Jetzt gehe ich mit ihr shoppen. Also Anastasia, alles ist vorbereitet. Unsere Geschenke sind dort oben. Ich hoffe, sie gefallen dir. Danke, Papa. Sie werden mir hundertprozentig gefallen. Ich gehe mal an den Griller und bereite das Essen für die Gäste vor. Hallo Anastasia. Vielen Dank, dass du uns zu deiner Party eingeladen hast. Ja, vielen Dank. Freut mich, dass ihr gekommen seid. Bitte, macht's euch gemütlich. Hier, Anastasia, ich habe ein Geschenk für dich. Nimm, das ist ein Geschenk von mir. Ich hoffe, es wird dir gefallen. Oh, vielen Dank, das war doch nicht nötig. Wow, was für ein schönes Kleid. Danke dir, das ist wunderschön. Ich gebe es mal hier auf die Seite, nicht, dass es nass wird. Und das ist ein Geschenk von mir. Ich hoffe, das gefällt dir auch. Nimm. Wow, das ist ein Controller für meine Nintendo Xbox Station. Danke dir, Mila. Danke dir, Luca. Ihr seid einfach die Besten. Wisst ihr was? Wenn ich schon dabei bin, mache ich gleich die Geschenke von Mama und Papa auf. Eine neue Cam. Und was für ein schönes Outfit. Das ist sicher vom Papa. Er hat einen sehr guten Geschmack. So, jetzt kommt alles wieder schön nach oben. Das ist einfach der schönste Geburtstag, den ich je hatte. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Marmelade im Schuh, Aprikose in der Hose. Happy Birthday to you. Wow, ihr singt aber schön. Meine Ohren tut fast gar nicht weh. Jetzt wird es Zeit, einem gewissen Mädchen namens Anastasia den Geburtstag zu ruinieren. Hallo Mama, danke für dein tolles Geschenk. Die Kamera ist so cool. Ach, überhaupt kein Problem. Weißt du was, Anastasia? Ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Oh Mama, das ist doch nicht nötig. Die Party war schon ein tolles Geschenk. Doch, 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 das ist nötig. Hier, dein besseres Geschenk. Ah, ich, Mama, warum? Meine Perücke, oh nein, meine Freunde sehen meine Perücke. Was ist hier los, Mama? Anastasia, Anastasia, du hast hier eine Glatze. Oh nein, sie werden sich sicher über mich lustig machen. Ich hab dir gesagt, was passieren wird, wenn du nicht auf mich hörst. Ich wollte doch nur einen schönen Geburtstag. Sie werden mich jetzt sicher hassen. Hey Anastasia, ist alles gut bei dir? Also das ist mal ein Auftritt gewesen. Luca, was machst du noch hier? Findest du mich nicht total eklig und wie ein Freak mit meiner Glatze? Warum sollte ich Glatzen hässlich finden? Das ist doch ganz normal. Ich finde, du schaust aus wie ein Superheld, wie mein absoluter Lieblingssuperheld, und zwar Meister Proper. Warte, das habe ich doch schon mal gehört. Warte mal, du bist nicht zufällig der Luca von damals, wo wir Freunde waren als Kinder. Du bist der einzige Mensch, der mich mit Glatze damals gesehen hat. Doch, genau der bin ich. Ich kann es nicht glauben. Oh Anastasia, ich habe dich nie vergessen und es freut mich, dass wir endlich es geschafft haben, zusammen zu sein. Oh, ich hoffe, Anastasia geht's gut. Wo sind die zwei nur? Ist das Anastasia und Luca? Und halten sie Händchen? Anastasia ist so eine falsche Schlange. Ich habe ihr gesagt, dass ich ihn mag. Und sie muss ihn sofort angeln. Ach, sie ist so ein Freak. Oh, Luca, ich mag dich zwar auch, aber wir können nicht zusammen sein. Was? Warum können wir nicht? Es geht einfach nicht. Mila hat mir gestanden, dass sie dich mag. Und sie ist meine beste Freundin. Ich kann ihr das nicht antun. Aber ich mag Mila nicht. Ich meine, sie ist nett, aber ich mag dich. Es tut mir leid, aber ich kann das Mila nicht antun. Das kann ich nicht machen. Sie ist meine beste Freundin und ich bin kein Monster. Das verstehe ich natürlich, aber ich hoffe, dass wir aber trotzdem Freunde sein können. Ich gehe mal nach Hause. Oh, Luca, wenn du nur wüsstest, wie sehr ich gehofft habe, dass wir uns wiedersehen. Ich habe dich nie vergessen, aber ich kann das Mila nicht antun. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war das Ende von Part 3.
Wie hat euch die Geschichte bis jetzt gefallen und wie gefällt euch mein Umstyling? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Falls euch die Geschichte gefällt, bitte vergisst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben und unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und jetzt bedanke ich mich wie immer bei unseren Superfans. Danke dir, Bucky-Fam, dass du uns folgst. Danke dir, Bilal, dass du unsere Glocke aktiviert hast. Und dir, Lalil, vielen Dank, dass du uns immer kommentierst. Und Jing Wang, vielen Dank für deinen ganzen Support. Und Nuhalia, vielen Dank für deine Kommentare, deinen Like und dass du die Glocke abonniert hast und dass du uns subscribed hast. Und wenn ihr auch mal in einem Video erwähnt werden wollt, einfach einen netten Kommentar hinterlassen und subscribed haben und unsere Videos liken. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich hoffe, ihr freut euch schon auf den nächsten Part. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Oh, bevor ich es vergesse, wir haben auch TikTok. Folgt uns auf TikTok. Schönen Abend, tschüss.